Huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Und wenn der Grey Falcon nicht dazwischen quatscht, ist das jetzt eine schöne Aufnahme. Wir sind wieder dabei, die vier von der Tankstelle bzw. vom Motel in der Savage Coast. Mit dabei der Lesrak Dark, der Gear Falcon und der Villandesh, die Instanzen Crew. Und wir versuchen heute mal Zimmer 13. Und ich werde tanken. Das erste Mal, dass ich tanke in einem MMO. Ja, wir werden so untergehen. Ja, und wer wird dann schuld sein? Der Heiler. Ja. Außerdem gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Es läuft gerade so ein tolles Geburtstagsevent vom The Secret World. Wir kriegen halt, seht ihr auch hier unten links über meinem Status-Zeugs, ganz viele extra AP und so ein Zeug. Und da soll es auch Golems geben, die durch die Gegend wandern und die man töten muss. Vielleicht kriegen wir das auch aufgenommen. Mal sehen. Das ist so ein bisschen zufällig. Aber erstmal die Instanz, oder? Jo. Falcon? Natürlich. Natürlich. Okay, alles klar. Ja, ich gehe da mal das Quest besorgen. Damit ihr auch wisst, worum es geht. Ja. Ich bin so aufgeregt. Das Inferno. In das Inferno. Sie brauchen das, hm? Sicher dieselbe Sucht wie ich. Und ich sage Ihnen, früher war Besessenheit echt nicht mein Ding. Sogar mein ADHS hat ADHS. Genau das hält mich voll auf Trab. Und natürlich Fastfood. Das hält mich scheiß fit. Nützt trotzdem nichts. Wer dort mal war, hat in die Sonne geschaut. Das Bild hat sich in deine Netzhaut gebrannt. Diese Wüsten in Flammen, ein Himmel wie ein offener Mund, diese verdammten perversen Kreaturen mit... Scheiße, es ist wunderschön. Poesie. Ich höre sie im Schlaf und manchmal, wenn ich wach bin. Sie kennen unsere Namen, sie wissen alles, den ganzen Scheiß. Stimulieren mein Ego und hören vor dem Orgasmus auf. Sie sagen, sie sind meine Muse, mein Meisterwerk, mein Pulitzer. Komplettpaket mit Koks und Blowjobs. So gut hatte Dante es nie. Für mich ist es schon viel zu spät. Das Zimmer zerfällt. Schätze, Wicker hat ausgecheckt. Jemand hat den Schorf entfernt, um an die Wunde darunter ranzukommen. Aber Sie haben noch Zeit, Ihr Ding zu machen. Was es auch ist. Hey, wenn Sie drüben meine Redakteurin sehen, sagen Sie ihr, wir sollten essen gehen. Ich kann den Typen immer noch nicht leiden. Ach. Also falls ihr euch fragt hier, was ich hier auf dem Kopf hab, das ist so ein komisches Geburtstagsevent Stirnband, was bei meiner Frisur, glaube ich, total toll zur Geltung kommt. Naja. Ach so, du hast was auf dem Kopf? Ja, sieht man voll gut, ne? Nein, überhaupt nicht. Okay, ja, wer geht vor? Ich, der Tank geht vor. Okay. Müssen wir alle die unheimliche Tür benutzen? Nein, das reicht aber in einer. Wir werden alle sterben. Ich weiß gar nicht mehr, wie heilen ging. Ich habe jetzt ja auch nichts umgeskillt. Also ich bin jetzt komplett mit der Skillung hier drin, wie wir sonst auch mal durch die Gegend laufen. Mal gucken, ob das hinhaut. Ich hoffe. Ich hoffe inständig. Es ist ja wieder wie das gleiche hier. Ich hoffe, ich kann das Aggro halten. No Vacancy. Ja, hier will ich auch keinen Urlaub machen. Gibt es hier irgendwo Wissen? Ja, natürlich gibt es Wissen. Oh, Wissen. Und noch mehr Wissen? Hier hinten in dem Raum vielleicht? Ja, noch mehr Wissen. Ich habe mich schon gewundert, wofür dieser Raum ist, aber wahrscheinlich hierfür. So. Aber jetzt muss ich mich auch dran gewöhnen, dass ich den Lesrak heile und nicht den Villandesh. So. Ich bin schaffen. Also wir haben die Aufteilung zwei Damage-Dealer hier. Falcon ist auch Damage-Dealer. Ja. Und unser Lesrak Dark als Tank und ich als möchte gern Heiler. Okay. Tanken. Vor allen Dingen ist das jetzt, glaube ich, auch eine Umstellung, weil ich muss ja jetzt zum Heilen irgendwie an den dran. Das wusste ich mit dem Sturmgewehr gar nicht mal so gut. Ne? Mit Faustfest kannst du auch abspielen.
Wenn ich mit Faust heile, was? Wenn du mit Faust heilst, kannst du ruhig auf Abstand bleiben. Echt? Aber ich muss ja, ja zumindest Sicht haben, außer, ne? Bisschen, davon ist Wissen. Ja, Wissen. Ja, Sicht solltest haben. Ne? Du solltest ihn auf jeden Fall angesehen. Helfen Sie uns bitte. Befreien Sie uns von. Ich glaub, der Rest gibt sich dann von alleine. Wicker ist hier. Wicker ist hier. Wer ist der Wichser, der mit dem Totenkopf? Nein, Wicker, nicht der Wichser. So. Hier sind irgendwelche. Ach, das ist der Falken hat Dolche. Falken, was sind das für Dolche? Warum das fliegen die vor dir rum? Das ist der Dolchteppich. Das ist ein Skill. Aha. Das ist erst einer, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn der fünfte durch deinen rennt, dann verschwinden die und machen Schaden überall um dich rum. Okay. Ich letztes Mal angekündigt habe, war mein Ziel die Ninjas gelungen und das ist sie. Mhm. Wissen! Bis jetzt klappt es ja ganz gut, aber wir haben auch noch keinen Boss gehabt, ne? Quizfrage. Rechts den kurzen oder den langen gefährlichen Weg? Den gefährlichen Weg natürlich. Okay. Wow. Taste fürs Öl. Tank, ne? Hier weg. Okay. Elan ist schon down. Das hat war ja zu schnell für mich. Geklappt. Aber der Tank ist noch nicht down. Das ist das Wichtige. Das war sehr gemein, Koali. Willendisch ist genauso wichtig wie wir alle. Nicht so wichtig wie ich, ja, das stimmt, aber so wichtig wie wir also alle. Also muss man hier quasi durchrushen, bis man hier auf dieser Ebene ist. Oder man springt da runter und geht hier hoch. Kann der Willendisch jetzt nach? Natürlich. Die lila Felder verschwinden jetzt gerade, ja. Ja, sonst kommen einfach hier runter. Also gut, kann ich jetzt schon erklären. Der nächste Boss ist in einem Gebiet, wo die Dinger überall sind. Da muss ich ihn die ganze Zeit im Kreis ziehen. Vor den Dingern abhauen also. Okay. Und da unten ist, glaube ich, noch Wissen bei... beim Falken. Würfel. Ja. Ja. Theoretisch kann man auch von oben hier runterspringen und dann spart man sich halt... Ja, das meinte ich ja mit dem kurzen Weg. So. Hauptsache Wissen. Siehst du bei meinem Sprinten hinten die weiße Rauchfahne? Ja. Was ist das? Das ist die Belohnung, die du kriegst für das Speedhex Event oder Achievement. Für das was? Speedhex Achievement, wo du eben mit dem Motorrad über die Brücke fahren musst. Aha. Okay, welche hier Brücke? Ist der Boss. Da hinten rechts steht er. Ich sehe keinen Boss. Da hinten die Tussi. Wir warten jetzt, bis er einmal nochmal durchgelaufen ist, das Ding. Also bis es jetzt hier links ist. Auch wenn es gerne mal die Richtung ändert. Okay. Wäre gut, wenn einer von den anderen, nicht unbedingt der Heiler, der soll sich aufs Heilen konzentrieren, auch ein Auge drauf hat, wenn die Dinger kommen. Komm! Wow! Wir gehen im Uhrzeigersinn. Komm! Komm jetzt! Komm! Wow, siehst du? Das tut ganz schön weh. Komm jetzt, weiter zurück. Ich fall schon wieder in den Falschen, das ist zum Kotzen. Komm jetzt. Oh, es kommt. Falsche. Wer ist aggro?
Hinter mir gibt's Explosionen. Ist er kaputt? Ist er kaputt? Ist er kaputt? Ja, ist kaputt. Ist kaputt. Ja, das muss ich mir gleich echt selber nochmal angucken, weil ich habe echt keine Ahnung, was jetzt hier passiert ist. Ja, grundsätzlich hat man ja halt die Wahl, gehe ich dem entgegen oder ziehe ich den Boss nun wirklich einmal rundum? Ja. Weil das Ding auf dich zukommt, rennt man halt dahin, wo es gerade gewesen ist. Und dann hat man eine ganze Zeit Ruhe. Mhm. Ja, der wechselt auch zwischendurch gerne einfach mal die Richtung. Das heißt, nicht unbedingt. Aber wenn es gerade bewegt. Wie ist das denn, wenn ich wenig Lebenspunkte habe, soll ich mich dann heilen oder soll ich den Tank weiter heilen? Ach verdammt, das Lore vergessen. Wer Lore möchte, bevor er aus der Bosszone rausrennt, mitnehmen. Nein! Da sind noch zwei Lores sogar. Und ich habe sie nicht mitgekriegt. Ja. Hast du das da oben auch schon, Willan, nicht? Oh, nee. Auch nicht. Na, egal. Müssen wir gleich nochmal rein. Nee. Ihr seid alle so schnell. Ich wollte die. Oh, hier geht's, schon wieder, geht's ja schon wieder rund hier. Ein zweites Setzer, ne? Aber heilmäßig geht das doch gerade so halbwegs, oder? Ja, aber auch nur, weil ich nicht ständig das Akku habe, dass der wechselt. Ich wechsle gerne immer. Machst du den Schaden? Boah, ich bin weg. Oh, fuck. Ja, stimmt, das wir vorbereiten auf den nächsten Boss. Der macht das nämlich auch. Was macht er? Das bleibt mit dem Feuer, dass wir ihn wegziehen müssen und ihn schnell genug töten müssen, bevor das Feuer da ist. Okay. Hm. Ein gutes hat es. Wir können das Lore einsammeln. Ja. Yippie. Das habt ihr absichtlich gemacht, ich weiß es. Natürlich, natürlich. Hab ich auch. Natürlich. Ich dachte mir, hey, wipen wir einmal, dann müssen wir nicht nochmal rein. Jetzt müssen wir hier runterspringen, ja? Ja. Natürlich. Was waren das für komische Geräusche? Orgasmen? Wie klingen denn bei dir Orgasmen? Das willst du nicht wissen. Das stimmt. Lore! Irgendwann lese ich die mir auch mal durch. Das ist so wie die ganzen Bücher in meinem Bücherregal. Irgendwann. Wenn ich mal ganz viel Zeit habe. Und das Internet ausgefallen ist. Oh, das passiert bei mir alle paar Monate, von daher. So. Lestrak auswählen. Ja. Und dann. Hab mir die F1 bis F5. Was? Taste hilft dir hierbei sehr. Ach, ich bin froh, dass ich die Einsatztaste gedrückt kriegt. F1 visiert immer dich an und wenn du den Tank an zweiter Stelle hast, oder wie, ich glaube die dritte ist, könnte es jetzt hier sein, dann drückst du F3. Ja, und dann habe ich einen Knoten im Finger. Ja, aber dann hast du ihn automatisch ausgewählt. Okay, wie gesagt, ich ziehe ihn dann halt auch hier hoch, ne? 3. Gut, 3. Komm, komm, komm. Kann das sein, dass wir bei der Blase bei ihm stehen müssen? Ich glaube ja. Das ist wie bei dem schwarzen Mann. Und ich bin schon wieder down. Warum auch immer. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Du standst relativ weit weg, als er diese Kuppel über sich gemacht hat. Ich
Macht der rund um sich ein AOE oder was macht der da? Ja, der macht so ein AOE um sich rum dann. Ich glaube, wenn die Gaskuppel, wenn die Kuppel kommt, ist Gas um ihn herum. Jetzt können wir uns nicht mehr rausreden mit der Lore. Wir haben mit Sicherheit einen übersehen. Die Leute sitzen vor, zu Hause vor ihrem Bildschirm und sagen, sind die blöd. Ja. Wipen in Story-Instanzen. Dabei müssen wir doch nur Theodore Wicker suchen. Ich muss die ganze Zeit an diesen komischen, diesen Song von Scooter denken. Hier, Wicked! Nicht so weit vor! Der ist ja doch, und der ist doch erst in der zweiten Abzweigung. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal hier so meine Buffs mal an. Ich glaube, die brauchen wir bei dem. So mehr Crit und mehr Heilung und so. Weißt du, wenn du die aktivierst, wenn der Kampf losgeht? Ach was, es wird überbewertet. Gas! Ran! Zurück! Komm! Warum bin ich denn schon wieder fast down? Das ist so kotzt. Gas! Ich glaube, wenn ich hinter dem stehe, ist das ganz okay, oder? Ja. Feuer aufpassen. Das Feuer ist noch weit weg, du brauchst ihn noch nicht weiter ziehen. Okay. Wann? Ja. Ich heile mal kurz den Villanisch ein bisschen. Und den Falken. Yippie! Nein, nicht so weit. Achso, ich hätte es mir auch mal angucken können. Ist Angriffswert. Nee. Ich will Crit. Crit und Heilungswert will ich. Jetzt weiß ich auch, warum ich den deutschen Teppich normalerweise draußen. Oh! Wissen! Aber Wissen kommt doch hier immer im Doppelpack. Da oben ist noch eins. Wie kommt man da hin? Jump and run. Ich fühle mich wie Mario. Oh, da ist sogar noch mal Wissen auf dem anderen hier. Was? Da oben auch? Ja. Vielleicht zuerst auf das andere und dann da drauf, oder was? Wisst ihr was? Ihr macht mal das Wissen und ich... Schaut zu. Du warst ja noch nie so der Wissenstyp, ne? Nein, war ich nie, werde ich nie. Es ruckelt und rackelt, aber ich komme nicht nach oben. So. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe keine Probleme mit dem Bewegen dahin. Ich habe das alles jetzt beim ersten Versuch geschafft. Gesundheit. Gesundheit. Hier ist ganz schön viel Wissen, ne? Hier hat man einen tollen Blick auf diese... was auch immer es ist. Die Höllendimension ist jetzt 14 von 29. Okay, hier sind 29 Wissensteile drin. Es gibt 3 Hölleninstanzen. Ach so, ich dachte schon. Ich weiß nicht, was. Ach so, das ist bei dem Boss. Der lässt gerne bei bestimmten Flächen hier Feuer hoch. Da müssen wir immer davon weggehen, aufpassen auf dem Boden, ob das da anfängt zu brennen. Ich versuche ihn dann halt auch immer wegzuziehen von den brennenden Sachen. Die Bodenplatten lässt er gerne anfangen zu brennen. Okay. Also diese Stahlträger oder das andere? Beides.
Und es gibt einen Skill, der unterbrochen werden muss. Ich weiß aber nicht mehr welcher. Ja. Also wenn ihr irgendwas zum Unterbrechen habt, versucht einfach, wenn ihm die gelbe Leiste kommt, ihn zu unterbrechen. Das wäre dann Moment. Problem ist halt leider nur, ich weiß nicht genau, welche das ist. Ich weiß nicht mehr, welche das ist, welche man unbedingt unterbrechen sollte. Aber ist das nicht in TSW die Aufgabe der Tanks zu unterbrechen? Ja, ist also, normalerweise auch. Aber das hat er noch nicht. Genau, ich habe noch nichts zu unterbrechen. Das Schwert? Jetzt müssen hier die Pros hier doch mal machen, hier, die schon weiß, voll weit sind in ihrer Skillung gegenüber uns hier. Stunning Swirl? Oder wie das heißt? Nein, ich hab in Schwer nur die Grundsachen. Naja, das ist eine Grundsache, das ist die Elite-Fähigkeit von Methode. Stunning Swirl, oder wie das auf Deutsch heißt. Okay, warte mal. Ah, erstaunlicher Wirbel. Genau. Ah, drei. Ja, okay, packe ich mal rein. Ich sehe es gerade, mein Gesicht funkelt. Das ist nicht mein Gesicht, das ist der Rucksack von Villandesch. Wäre trotzdem nicht verkehrt, wenn ihr das bezahlt. Also ich hab was mit, aber wenn deins auf Cooldown ist, dann sag Bescheid. Okay. Dann, bereit? 3, 2, 1, 1. Erwarten Sie keinen festen Tritt. Der Hitze der Asche grobe ist, der diese Reißklaven kriegt. Nee, Heilung. Das ist aber Eis und nicht Feuer, was wir da machen. Nein, das bin ich, dem Eis. Ach so. Das sieht eher nach Feuer aus. Ja. Okay, weg da. Der Einzige, der da ist. Komm jetzt. Ich hab das, komm, kleiner Mann. Komm. Ach so, das ist Willian, der Schäber bei Kletter. Oh. Okay, dann komm mal. Der ist so riesig, der gelbe Balken von Willian, der Schäber. Kannst du was hier? Ja. Ach gut, ich kann nicht wieder in die Mitte ziehen. Aber das mit dem Heilen klappt gut. Ich mach mal Quit an. Balken muss ein bisschen geheilt werden. Ich krieg's gerade voll ab. Magst du ihn weiter auf in die Mitte von der Plattform ziehen? Ja. Komm. Nein. Komm, hier. Ja, genau. Ganz braver Junge. Ihr wolltet doch nur, dass ich was zu tun habe hier. Okay, jetzt in die Mitte der Plattform. Nein, doch nicht in die Mitte der Plattform. What the fuck? Jetzt brennen alle. So. Ich laufe einfach heilend durch komm, die Gegend. In die Mitte. Komm, jetzt bin ich zwischen. Ja, ganz brav. Jetzt ist es wieder ruhig. Gut. Fuck, ich bin gleich down. Ja, du stehst ja auch im Feuer. Jetzt also nicht zwischen mehr. Den Plattformen kriegst du ständig Schaden. Das hat mir keiner gesagt. So, was hat das denn hier? Gesundheit, Ausweichen, Heilungswert minus 200, bist du bisschen bescheuert. Und Heilungswert plus. Ah, das ist sehr schön, das nehme ich. Ja, ich habe jetzt. Da war jetzt auch ein Tank-Item bei. Habe ich mir auch weggekrallt. Nice one. So, irgendwelches Wissen übersehen? Vielleicht hier hinter, das ist hier ein bisschen, sag ich mal, verteilt. Gummibären. Hüpfen hier und da. Hier, da und überall. Ob man da hochlüpfen kann? Seht ihr, ich guck mir hier noch die Gegend an, die läuft schon alle weg. Nein, ich schau erstmal, ob ich vielleicht schon mal die nächsten Gegner nur sehe. Jemand Wissen gefunden? Nee, ne? Nee. Ah, okay, da sind wieder diese Dinger. Hier runter vielleicht? Ich hab Wissen gefunden! Oh, wie die alle losstürmen, wie die Geier. Lower. Tatsächlich.
wie die Geier sofort, ohne auch nur eine Reaktion nachzudenken. Alle lassen sie den Tank da oben stehen, so. Wissen. Leute, das macht echt Spaß mit euch. Ich habe heute übrigens eine Nachricht bekommen von irgendeinem merkwürdigen User auf YouTube, warum wir denn nicht auf Englisch unsere Sachen machen. Weil ich kaum Englisch kann. Ja, ich habe gesagt, wir könnten, aber wir nehmen Rücksicht auf die wenigen Let's Plays, die es von The Secret World auf Deutsch gibt. Okay, ich weiß nicht genau, was es hier ist, aber ich versuche die alle mal zu uns hier hinzuziehen. Also hier, wo Gürfalken jetzt steht. Okay. Okay. Ja, dann komm doch auch her. Ja, irgendjemand hat festgefroren. Entschuldigung, ich mach nicht. Nice one. Gut, was haben wir denn da? Gesundheit, Angriffswert? Nein. Brauch ich nicht. Okay, können wir vielleicht bei solchen Sachen gemeinsam so als Einheit nach vorne rennen? Ja, Entschuldigung. Das erste triggert und alle anderen kriegen es ab. Ach ja, diese Scheiße. Was für eine Scheiße? Das, was ich erzählt hatte, mit der Flammenwand. Darüber hinaus sind hier auch noch diese Schockdinger an der Seite. Wie Flammenwand? Wisst ihr, wie Flammenwand? Ja, das ist der Boss. Ja, der Endboss den, oder was? Den Pull versuche ich gleich ans Ende zu pullen. Also wir alle, meinetwegen, gehen mit. Weil hier ganz hier hinten durch oder hier zu uns hin? Da, auf die andere Seite. Ah, okay, ja. Weil hier entstehen gleich Flammen, die schneller als bei dem anderen hinterherkommen. Und wenn die uns erreichen und wir nicht tot haben, sind wir erledigt. Und wir müssen auch noch aufpassen wegen den Schockdingern, sodass sie genau noch nach rechts. Also wir müssen halt quasi einmal komplett an dem vorbeilaufen. Also genau genommen renne ich jetzt in den rein und ihr rennt vorbei, ja. Okay, das heißt, theoretisch wäre es doch effektiv, wir warten, bis die Blitze hinten links sind. Oder beziehungsweise wenn sie hinten rechts sind, rennen wir los. Weil dann kommen die Blitze ja erst hierher und dann wieder zu uns. Wir können auch einfach kommen nur auf einer Seite, dass man immer von links nach rechts wechseln kann. Ja, das. Sonst wäre das ja auch ein bisschen fies. Ja, warten wir jetzt noch, bis die am Ende sind und dann geht's los. Genau, und dann rennen wir rechts einfach lang. Okay. Das kann noch einen kleinen Moment dauern. Irgendwie das Gefühl, hier in irgendeiner Ecke hat sich Lore versteckt. Also, werte Zuschauer, ihr könnt so viele Beleidigungen, Witze über mich erzählen, wie ihr wollt, weil es ist mir sowieso egal. Ach, bei mir, meine Zuschauer beleidigen niemand. Blitze sind auf der letzten, auf der rechten Seite gelaufen. Die machen nur eine mitleidige Bemerkung. Kommen Sie zu mir, bevor die Dämonen noch nicht angetankt, wenn ich angetankt habe. Ich laufe dem Falken hinterher. Der weiß bestimmt, was er tut. End of line. Ja, die Flammen kommen. Ja, kommst du? Ich bin doch schon auf dem Weg! Du bist noch außer Reichweite meiner Heilung. Bei den Schaden, den ihr verursacht, muss ich die ganze Zeit über versuchen, Aggro zu halten. Der macht aber ordentlich Schaden, der Typ. Okay, wir sind am Ende. Oh. Da läuft doch. Haben wir gut gemacht bisher. Okay. Koali, komm jetzt hoch. Ach. Schnell wieder zu uns. Okay, und jetzt einmal. Komm. Nein. Hack. Bescheid. Komm schon. Wir machen Damage drauf.
ist... Vielleicht ist er down. Ich will daran glauben lassen. Sehr nice, sehr nice. Wer sind die Pros? Wir sind die Pros. Sind wir? Nein. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Schrei auch gerade hattet, aber... war alles perfekt. So wie sie. Aber dann verrotteten sie in dem schrecklichen Treibhaus ihrer Gärtner. Wie grausam. Durch? Ah, ja, hier sind einfach... Das sind jetzt nur normale Gegner. Hier oben ist Lore. Bin ich der Meinung. Also für nachher. Ne? Ja, wir klären erstmal, dann kannst du dein Wissen holen, okay? Na gut. Ich heile dich auch zu meinen. Da oben ist Wissen. Ja, hab ich doch schon gesagt. Gleich. Da oben sind auch Gegner. Gleiche Berechtigung für alle Gegner. Kaum passe ich mal auf, bis ich schon wieder auf der Hälfte runter. Ja, so ist das in der Instanz. Dabei wollte ich doch nur gucken, was die Gegner mir hier gelassen haben. Oh, nein, 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 nein! Reflektiere, wie schön sind das? Oh, ich reflektiere den Schaden. Yeah. Oh, der Falken muss geheilt werden. Ein Schwert brauchen wir nicht. Und ein Ring brauchen wir auch nicht. Nur Crap hier, ey. Nun die Geier los. Da ist der Kadaver. Da unten ist übrigens noch ein Gegner. Ja, lass den Gegner sein. Los, Falken, such das Wissen, such! Ist bestimmt doch irgendwo was in der Ecke. Ja, jetzt finden wir ihn in der Ecke. Mein Schatz! Ne, mit Wissen. Ah. Ne, vielleicht hier, wenn man da rüber springt, aber es geht nicht. Nein, nein. Hier muss es doch irgendwas geben. Hier muss es Loot geben an Wissen. Große Schätze. Mein Schatz. Wow. Gegner. Auf mich hört auch keiner, ne, wenn ich sag, da sind Gegner. Sagen alle, oh, der Koali, der hat eh keine Ahnung. Probieren wir jetzt gerade mal die F-Tasten aus, jetzt wo ich Zeit habe. Okay, wieder. Nice. Denk dran, wenn die gelben Schilde sind, Schadensstopp, ne? Weil dann reflektieren die den gesamten Schaden. Und das meistens auch. Wie bitte? Die Schwester macht die Schilde, oder? Ja, die Schwester macht die Schilde. Okay. Okay. Bereit mit der Übung, Koali? Ja, ich habe gerade nur geguckt, ob da oben Wissen ist. Oh, die. Das war ein Hund, oder? So, noch nicht bitte reinrennen. Noch nicht reinrennen und griff. Also gut, dieser Boss. Ja? Die macht auch gerne diese Schadensreflektierenschilde. Okay, also die... Nach einer Weile bleibt sie in der Mitte stehen. Denn kommen diese Hunde langsam zu ihr gelaufen. Die müssen wir töten. Weil wenn die zu ihr kommen, kommt erstmal eine gewaltige Schadenswelle, die alle trifft. Okay. Wir müssen dann so lange die Hunde killen, bis die nicht mehr auf sie zukommen und dann wieder auf sie rauf. Kann man sich irgendwo verstecken vor dieser Schadenswelle? Nein.
Wir müssen. Nein, wenn die Hunde bei ihr sind, kommt eine gewaltige Schadenswelle. In Nightmare ist eine, unser Tod. Hier würde ich sagen, können wir uns mal ein, zwei Fehler erlauben, theoretisch. Ach was, wir machen die so platt. Machen keine Fehler. Könnte sein, dass sie noch was macht, was mir jetzt aber einfach nicht einfällt, was ich erst weiß, wenn ich sehe, bin ich ehrlich. Ich habe gerade den perfekten Screenshot für dieses. Für diese Folge gemacht. Mhm. Okay, Mick, bin bereit. Okay. Alle bereit, dann go. Ihr tötet, ich heile. Wow, Faken. Wow, Faken. Ganz ruhig. Ist alles in der Planung. Ja. Jetzt kommen die, ja, jetzt kommt die. Aufpassen, erst die, die auch angelaufen kommen würden. Da. Wie gesagt, die kommen halt relativ langsam. Ganz hinten links kommt jetzt einer. Genau, Willan, der schaut sie schon. Geh, sag mal bei mir, schnell. Nein! Ist er angekommen? Alter, ist gerade noch gestorben, ne? Er ist auch nicht Akku. Okay, geh weiter. Wie sieht das aus, wenn man drin steht, kriegt man keinen Schaden. Ah, okay. Also hier drin war zumindest nichts auf dem Boden. Okay, ich komm wieder. Ich habe euch mal Crit gegeben. Hier kommt einer. Oh. Bei mir. Ah, ich hab ihn gut. Ein bisschen Schaden kann hier auch. Vorne. Aua. Warum auf mich? Nein, wir haben uns ärgert. Von jeder Bell ist Zack und Zieh. Ja, wunderbar. Perfekt. Kann er mal drauf schießen ein bisschen, ne? Doch, der Falcon braucht das Heilung. Wir haben unterbrochen. Und jetzt kommt sie, während wir noch gegen die kämpfen. Ja, dann machen wir unseren Platz. Du musst, glaube ich, in die Mitte schießen. Bescheid, ich hab keine Unterbrechung. Ja. Hammer. Nice. Leider nicht für mich. Ich finde, optisch sehen die Dinger hier richtig geil aus. Ja. Wie wär's mit coolen optischen Klauen? Gibt es überhaupt coole Klauen? Außer meine jetzt? Also, die ich jetzt hab, sind. Ja. Wow, ich frag mich, wie es beim nächsten Boss aussieht. Da ging doch jetzt ganz gut. Also, ich hab sogar schießen können mittlerweile zwischendurch. Ja, nur meine Verteidigungsskills bringen kaum was, der hat mich kaum angegriffen. Ja, ich glaube, du hast das Problem, dass du als Tank diese beiden Damage-Dealer da vor dir hast, die relativ
viel Aggro ziehen, weil sie einfach im Level so weit weiter oben sind. Vorsicht, Schadensschilde. Ja, geht weiter. Ich hab einen Erfolg gekriegt. Menschenklasse, okay. Den Titel hätte ich gern. Menschenfresser? Ja, warum nicht? Das klingt doch geil. Wir haben vergessen, nach Lore zu gucken. Da war nix. Genau. Positiv denken. Ah, ich habe jetzt auch Menschenfresser. Okay, Vorsicht, Schadenschilde. Bei dem Großen ist es etwas übler. Tank-Item, glaube ich. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Braver Grey Falcon. So lobe ich mir den Grey Falcon. Ah, okay, der Boss. Ja, erst nach Wissen gucken. Dann der Boss. Aber gut, scheint gut zu sein. Zeit ist schon lange, lange drüber. Aber wir könnten eigentlich Stopp machen, damit wir jetzt dann hier einen Cliffhanger haben. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Dann hier hinter dieser. Ist das der Endboss? Ja, das ist der letzte. Okay, dann seht ihr beim nächsten Mal den Endboss und wie wir kläglich versagen. Oder auch nicht. Also wie er kläglich versagt, uns zu töten. So muss ich, so rum muss das wohl, ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.